Also geriatrische Patienten werden zunächst einmal körperlich untersucht. Das heißt, sie hören Herz und Lunge ab. Und bei auffälligen Befunden werden Patienten dann einer Herz-Ultraschall-Untersuchung und einer Elektrokardiographie unterzogen, einem sogenannten EKG. Hier wird dann die Mechanik, aber auch die Elektrik des Herzens überprüft. Wenn es dann weitergehen soll, weil Befunde auffällig geworden sind, geht es bis hin zu einem sogenannten Schluckecho oder einer Herzkatheteruntersuchung, die tatsächlich den Goldstandard für die Diagnostik darstellen. Die häufigsten Erkrankungen unserer älteren Patienten sind zweierlei Dinge. Das eine ist die Klappenerkrankung, also entweder die Enge der Aortenklappe oder die Undichtigkeit der Mitralklappe. Die zweithäufigste Erkrankung ist dann noch die Herzschwäche. Diese kann einerseits natürlich auf die Pumpfunktion, andererseits aber auch auf die Ventilfunktion zurückzuführen sein. Diese beiden Hauptaugenmerke legen wir bei der Diagnostik älterer Patienten. Die Behandlung der Erkrankungen Aortenklappenengstelle, also Aortenklappenstenose und Mitralklappenundichtigkeit, also Mitralklappeninsuffizienz, sind beim betagten Patienten gemeinsam mit dem Herzchirurgen zu diskutieren. Die Untersuchungsmethoden und auch die Therapieformen müssen einerseits effektiv sein, aber auch überlebbar. Dadurch, dass die Patienten einer sehr schweren Belastung einer Herz-OP ausgesetzt werden, sind häufig kathetertechnische Verfahren dem operativen Verfahren überlegen, da die Patienten diese Untersuchung sehr gut überstehen. Die Herzschwäche wird insbesondere durch die Katheteruntersuchung therapiert. Da wird nach der koronaren Herzerkrankung gesucht. Beispielsweise die Durchblutungsstörung der linken Herzkranzarterie könnte mit einem Stent oder einem Bypass versorgt werden. Und die Hauptaufgabe wird dann noch durch Medikamente verstärkt.